Ich finde die so furchtbar, die Frau, die hier drauf ist. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um eigentlich was total Lächerliches, etwas, was mir irgendwie in letzter Zeit einfach mal so aufgefallen ist. Und wo ich mir dann so einen kleinen Spaß erlaubt habe und irgendwie finde ich das ganz lustig. Und ich frage mich, ob ich die Einzige bin, die das so kritisch sieht. Und zwar geht es um die Synchronisation, also sprich um das Nachvertonen von Filmen und Serien oder eben generell um synchrones Sprechen. Ich habe nämlich vor einiger Zeit einen Film gesehen, das kennt ihr sicher alle, wo der Hauptdarsteller, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, die falsche Stimme in Anführungszeichen hatte, also nicht die deutsche Synchronstimme, die ich bisher so von ihm gewöhnt war. Und das ist für mich echt ein absolutes No-Go. Ich meine, es passiert natürlich immer wieder, erinnern wir uns allein an die Simpsons. Ich glaube, da ist die Synchronstimme von Marge Simpson irgendwann gestorben. Und natürlich kann man dann nicht sagen, ja, so, jetzt hat die keine Stimme mehr, natürlich muss dann jemand anderes ran. Was sehr ärgerlich ist, ist natürlich, wenn Synchronsprecher und Filmproduzenten nicht übereinkommen. Also wenn sie eigentlich alle da sind und verfügbar und Zeit haben, aber sich vielleicht in Sachen Gage nicht einigen können. Also der Synchronsprecher vielleicht zu viel verlangt oder mehr verlangt, als die Filmemacher gewillt sind zu zahlen und so weiter. Also es kann immer wieder dazu kommen, dass Schauspieler, amerikanische Schauspieler in der Regel, anders vertont werden, als wir es gewöhnt sind. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die damit ein echtes Problem hat. Und das war für mich der Auslöser, mir nochmal mehr Gedanken über das Synchronsprechen oder Synchronisieren zu machen. Auch vor allem, weil ich ja in letzter Zeit immer hier mit dem externen Mikro meinen Ton aufnehme und hinterher dann die Tonspur von dem Mikrofon mit der Kameraspur mit dem Video zusammenschneiden muss. Und da muss man natürlich auch doll darauf achten, dass alles synchron ist. Und ich bin da etwas ausgerastet in der ersten Zeit. Es ist nämlich so, diejenigen von euch, die mich auf dem Fernseher sehen, ich hoffe, es sind nicht so viele, weil die Vorstellung, dass ich auf irgendwie so einem riesen Flatscreen zu sehen bin, ist irgendwie unangenehm, da sieht man ja alles. Aber diejenigen von euch werden gemerkt haben, dass seit ich mit der neuen Kamera filme, was ja nun so, glaube ich, so ein, zwei Monate der Fall ist, auf jeden Fall auch schon bei der Buchmesse, dass der Ton nicht ganz synchron ist. Und das liegt nämlich daran, dass meine Kamera mit 30 Bildern pro Sekunde aufnimmt und auch alles andere, was ich in meinen Videos habe, also auch die Bilder von der Actioncam und auch mein Intro, was ja ein After Effects Template bzw. eine After Effects Komposition ist, dass das alles mit 30 Bildern pro Sekunde aufnimmt bzw. abgespeichert wird. Und das deutsche das europäische Fernsehsystem ist ja nun mal in PAL angelegt. Das bedeutet, dort werden 25 Bilder pro Sekunde abgespielt. Wenn man jetzt also so ein 30-Bilder-Filmchen, was sich dann übrigens NTSC schimpft, auf diesem Fernseher abspielt, dann ist da immer ein leichter Versatz. Und das ist richtig ärgerlich und ich habe mir auch lange überlegt, ob ich das so machen möchte. Ich denke aber, dass YouTube-Videos in der Regel immer noch eher auf Tablets, auf Handys, auf Computern abgespielt werden und da besteht dieses Problem ja nicht. Aber wie gesagt, ich muss meinen Ton nachträglich synchronisieren und wenn man da was falsch macht, allein das schon, also es muss noch nicht mal die falsche Stimme sein, es kann schon einfach nur falsch zusammengeschnitten sein oder meinetwegen irgendeine Art Verzögerung durch, keine Ahnung, durch den DVB-T-Empfänger oder irgendwas. Also es kann ja alles Grund für einen Versatz geben. Und wenn man das mal einfach sich anschaut, das macht einen schon total irre. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber mir geht es auf jeden Fall so. Ich zeige euch das mal im Beispiel. Ich werde einfach mal ab jetzt nicht mehr synchron sprechen. Also das heißt, das, was ich jetzt hier brabbele, ist nicht mehr synchron zu meinen Lippen bzw. zu meiner Gestik. Und allein das über mehrere Sekunden oder sogar Minuten hinweg macht einen doch total rasend. Andersrum habe ich gedacht, gut, okay, das ist vielleicht etwas, was einen wütend macht. Also wie gesagt, falscher Synchronsprecher. Allein die Vorstellung, wenn Bruce Willis die falsche Stimme hat, da kriege ich schon immer die Krise. Oder eben Versatz oder Probleme, technische Probleme. Aber man könnte doch auch was Lustiges damit machen. Und deswegen habe ich mir einfach mal ein paar von den aktuellen oder auch nicht aktuellen Booktuber-Videos geschnappt. Und habe mal ein bisschen daran rumgespielt.
Es geht nämlich um Twilight bis zum Morgengrauen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das mit der Geschichte in Zusammenhang stehen soll. Die Dialoge sind schnell, sie sind cool. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich ein absoluter Cover-Junkie bin. Also die meisten Bücher, die ich besitze, sind tatsächlich ziemlich hübsch. Mir gefällt dieses Cover definitiv nicht. Ich liebe es einfach nur. Als ich dieses Cover gesehen habe, habe ich mir gedacht, scheiße, du musst doch nochmal Narnia lesen. Durch Füße und ein rotes Tuch. Und ich liebe dieses Cover so sehr. Es war hart an der Grenze zu einem typischen Jugendbuch. Umso weniger verstehe ich, warum da einfach ein Mädchen ist, das sich irgendwie spiegelt. Und den fand ich einfach nur fantastisch. Mein letztes hässliches Cover für dieses Video ist Big Game. Ich finde die so furchtbar, die Frau, die hier drauf ist. Das war dann also mein ziemlich sinnloser Beitrag zum Thema, was mir in der Welt so auffällt. Würde mich interessieren, wie ihr das so seht, wie kritisch ihr mit Synchronstimmen umgeht. Das geht ja auch schon so weit, dass man tatsächlich auch seine Hörbücher nach den Sprechern auswählt, die man auch im Fernsehen gerne oder im Kino gerne sieht bzw. hört. Wie ist das bei euch so? Seid ihr so kleine Synchronsprecher-Diktatoren? Sagt ihr, ja, ich gucke den Film nicht, wenn er die falsche Stimme hat oder was weiß ich? Wie ist das bei euch oder was ist euch besonders wichtig bei Synchronstimmen? Habt ihr eine Lieblingssynchronstimme? Ich zum Beispiel mag gerne die Synchronstimme von Don Draper, die auch einige Hörbücher liest. Und natürlich Johnny Depp. Ich glaube, das ist nämlich inzwischen auch David Nathan und der liest ja, also ich glaube, ich kenne so fast jedes Hörbuch, was er gesprochen hat. Das sind so meine beiden Favoriten, wie auch immer. Also habt ihr da irgendwie, wie sieht das bei euch aus? Seid ihr da auch so verrückt wie ich? Achtet ihr da genau drauf? Ist es euch sehr wichtig oder ist euch das alles egal? Und kennt ihr das auch, dass ihr einfach so Dinge manchmal, dass die euch auffallen und ihr dann einfach irgendwie drüber sprechen möchtet? So wie ich in diesem Video. Wie auch immer. Das war's dann jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Macht's gut!